Willkommen bei Martins Bushcraft. Heute Überleben am Meer. Hier im Wasser habe ich jetzt eine eine Schnecke oder eine Seegurke entdeckt, ganz genau. Sicher bin ich mir da nicht. Und ja, im Notfall könnte man so mal probieren. Ich hole sie auf jeden Fall mal raus. Jetzt habe ich sie raus. Sieht schon doch sehr stark nach Seegurke aus. Die sind essbar. Ja. Ob die halt schmeckt. Soweit wäre ich jetzt noch nicht. Aber sag ich mal, in einer Notsituation würde man das auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Und so halt mal probieren. Die ist jetzt hier oben auf dem Rücken ziemlich schwarz. Ich habe noch eine andere gefunden. Die ist wahrscheinlich auch schwarz, wenn man sie überhaupt erkennt hier. Nur hat die sich wahrscheinlich im Sand gewälgert und hat sich so ganz gut getarnt.